Da du in Zukunft alles alleine entscheiden willst, niemand dir dreinreden soll, solltest du auch alleine wohnen. Dazu müsstest du dir eine eigene Wohnung suchen. Du würdest doch ohnehin alles für ihn tun. Ja, das würde ich. Allerdings, keine Sekunde würdest du zögern, wenn du mein Leben gegen seins eintauschen könntest. Du liebst Leonard mehr als mich. Du wirst keine Sekunde zögern, mich für ihn zu opfern. Ansgar, ich... So viel zu deinem vielbeschworenen Familiensinn. Na, Überraschung gelungen? Eigentlich müsste ich ja richtig sauer auf dich sein. Weil ich dir eine Reise nach Paris schenke? Nein, weil du dieses Spielchen mit mir spielst, von wegen du fliegst. Ich flieg doch. Mit dir. Ich muss gleich wieder los. Schon? Wenn ich dich nachher zum Essen einladen darf? Sehr gerne. Heute Nacht muss ich zwar nach Hause, aber der Abend gehört dir. Ich hol dich ab. Hallo. Hi. Und? Alles klar? Alles bestens. Danke, Victor. Ich richte sie ihm aus. Mein Mantel, bitte. Alles in Ordnung? Stimmt was mit Leo nicht? Leonard? Dem geht's gut. Ja. Ja, was ist denn dann? Ansgar, ich rede mit dir. Brauchen Sie mich noch, Gräfin? Nein, Victor, danke. Ist Ansgar gegangen? Ja. Habt ihr euch gestritten? Ja, das kann man wohl sagen. Vater, ja. Es geht um die Überraschung für Nico nachher. Ach, das habe ich ja völlig vergessen. Willst du das Ganze verschieben? Nein, nein, lass nur. Ich will wenigstens einem meiner Kinder heute noch eine Freude bereiten. Gut, dann müssen wir herausfinden, wo Nico steckt. Ah, Frau Kepler, gut, dass Sie kommen. Unsere kleine Überraschung für Nico steht bereit. Dann kann ich ihr jetzt Bescheid geben. Ja, am besten Sie versuchen es mal bei Ihrem Freund. Wird sofort erledigt. Danke. Nein, Arno, du hast vollkommen recht. Mit Verständnis haben wir immer am meisten erreicht. Aber es fällt doch schwer loszulassen. Naja, wir können ja Jana nicht einsperren. Gibst du mir mal bitte das Salz? Ja, ich weiß ja. Die Idee, dass sie ausziehen soll, ist auf meinen Mist gewachsen. Aber besonders wohl fühle ich mich nicht dabei. Ha, wem sagst du das? Aber sie ist volljährig und wir müssen sie so behandeln. Sie hat ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Für besonders volljährig halte ich das nicht. Hi! Hi! Essen ist gleich fertig. Sorry, ich bin mit Dirk verabredet. Ich ziehe mich nur schnell um. Steht das Angebot noch? Ja, die Wohnung. Ja, natürlich. Wir unterstützen dich, wo wir nur können. Cool. Ach, übrigens, ich werde morgen für ein paar Tage verreisen. Oh, das ist ja ganz was Neues. Ja, Dirk lädt mich ein. Nach Paris. Paris? Stadt der Liebe? Ist es nicht irre? Ach ja. Danke, dass ihr mich ernst nehmt.
Und trotzdem hat er eine Waffe eingesteckt, gegen jede Absprache. Das hat er nur getan, um euch zu schützen. Ja, das ist ihm auch großartig gelungen. Leonard liegt im Koma. Warum hast du ihn überhaupt mitgenommen? Ich hatte keine andere Wahl. Er verfügt nun mal über die entsprechenden Kontakte. Also mit anderen Worten, ohne Ansgar wäre die Übergabe der Diamanten überhaupt nicht zustande gekommen. Nein, wahrscheinlich nicht. Vater, ich bin nicht gut, auf Ansgar zu sprechen, aber ich glaube wirklich, diesmal tust du ihm Unrecht. Er hat uns alle in Lebensgefahr gebracht. Das kann ich ihm nun mal nicht verzeihen. Wir machen alle mal Fehler, nicht nur Ansgar. Hallo! Hallo! Oh, da sind wir. Kannst du mir bitte sagen, warum wir uns ausgerechnet in dieser Kälte treffen müssen? Ja, das Hallo. Ist wirklich Hallo. Eine sehr, sehr gute Frage. Nun mach's nicht so spannend. Kaplanstein. Danke sehr. Nee. Das ist... Er gehört dir. Auch wenn du noch nicht fahren kannst. Du hast es ihm schon gesagt? Ja, trotzdem kannst du dich doch schon mit deinem neuen Wagen vertraut machen. Ach, ich hätte gerne noch einen doppelten Whisky. Sekunde, ich bringe nur eben den Herrn die Rechnung. Bitte schön. Ich bedauere angesichts der gegebenen Risiken. Tja, dann bleibt mir nichts als Ihnen für Ihr Interesse zu danken. Das geht selbstverständlich auf mich. Ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen für Ihr Projekt viel Erfolg. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Angesichts der gegebenen Risiken. Warm Dusche. So, der Whisky. Machen Sie 15, bitte. Sehr gern. Ansgar. Hey, Gregor. Das gibt's ja nicht. Was machst du denn hier? So, Jana, das wirst du sicher brauchen. Wo hast du das denn her? Hat mir Dirk geschenkt. Edel, oder? Dein neuer Freund ist ja ziemlich großzügig. Du denkst ja wohl nicht, dass ich mich von ihm aushalten lasse, oder? Naja, teure Geschenke und jetzt die Reise nach Paris. Er verwöhnt mich eben gern. Und es reicht dir. Was meinst du, geht das? Schöne Geschenke und ab und zu mal ein Wochenende zu zweit. Ich bin wirklich super glücklich mit ihm. Auch wenn du immer nur die zweite Geige spielst? Ich sehe das anders. Sie bekommt den Alltag, ich die Feiertage. Kannst du mal? Ihr lebt aber in ganz schön unterschiedlichen Welten. Das ist doch gerade das Gute daran. Ich kann so viel von ihm lernen. Tja, das hört sich an, als hättest du das große Los gezogen. Bei Dirk habe ich zum ersten Mal das Gefühl, eine richtige Frau zu sein. Weißt du noch, wie wir damals als Teenager um die Häuser gezogen sind? Ja. Das waren noch Zeiten. Und diese beiden Austauschschülerinnen aus Schweden, wie hießen die noch gleich? Tina und Svenja. Nein, nein. Femke und Henny. Die waren aus Holland. Bist du sicher? Mhm. Jedenfalls war ich nie wieder so aufgeregt wie an dem Abend. Und das alles wegen dem bisschen Knutschen. Und dass uns immerhin die halbe Clique beneidet hat. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Ich habe mir unser Wiedersehen so ein bisschen fröhlicher vorgestellt. Ich habe einfach Stress mit meinem Vater. Dann hat sich ja in den letzten 15 Jahren nichts geändert, oder? Und, gefällt er dir? Ja, klar. Aber ich kann ihn nicht annehmen. Was, weil du die Prüfung noch nicht geschafft hast? Wenn's nur das wäre, ich habe auch noch ein anderes Problem. Ja, dann mach raus mit der Sprache. Du kennst doch meine Lehrerin, Frau Aselmeier. Sie hat mich erwischt. Beim Pfuschen. Neulich bei der Englischklausur. Was, du hast versucht zu tricksen? Nico hat längst eingesehen, dass es ein Fehler war. Ach, du weißt auch Bescheid. Ja, warum bist du denn nicht gleich zu mir gekommen? Ich hatte einfach ein tierisch schlechtes Gewissen. Ja, ich hoffe, du konntest die Angelegenheit klären.
habe alles im Griff. Ja, was anderes habe ich auch nicht von dir erwartet. Du siehst wirklich bezaubernd aus. Am liebsten würde ich gleich heute Abend noch mit dir losfliegen. Ich kann es auch kaum erwarten. Du wirst sehen, Paris ist einfach traumhaft. Wie für dich gemacht. Hast du denn schon was gefunden? Ja, ich nehme die Tagliuni mit Lübtemer. Schon wieder Pasta? Dich zieht's wohl eher nach Italien als nach Frankreich, hm? Zu einem Wochenende in Rom würde ich auch nicht nein sagen. Ehrlich gesagt kenne ich Italien so gut wie gar nicht. Irgendwie hat's mich da nie hingezogen. Echt nicht? Dabei ist es ein total interessantes Land. Außerdem steht an jeder Ecke ein berühmtes Kunstwerk. Dann sprichst du bestimmt auch Italienisch, hm? Aber selbstverständlich. Fließend. Buongiorno. Buona notte und arrivederci. Also gut, dann fahren wir das nächste Mal nach Rom. Vielleicht kann dir Angelo bis dahin ja noch ein bisschen Sprachunterricht geben, hm? Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf Paris. Und darauf, dass ich mir bald eine eigene Wohnung suche. Was hältst du davon? Oh, hallo Gregor. Herr von Lahnstein? Na, wieder mal volles Haus? Ja, was darf denn sein? Für mich ein Whisky, bitte. Einen doppelten, schätze ich mal. Und für mich ein Alt, bitte. Mhm. Egal, was ich getan habe, weißt du, nichts war gut genug. Egal, was ich geleistet habe, nichts war im Recht. Ich nehme an, du sprichst mal wieder von deinem Vater. Ich kapiere dein Problem nicht ganz. Kein Mensch zwingt dich, nach seiner Pfeife zu tanzen. Du hast ja keine Ahnung, wie das ist, ein Leben lang abgelehnt zu werden. Wieso bist du eigentlich immer noch auf Königsbrunn? Ich bin ein von Lahnstein. Der älteste Sohn. Weißt du, was da für Erwartungen an mich geknüpft werden? So, das wären ein Alt und ein Whisky. Bitte schön. Danke. Mann, du hast jede Menge Kohle. Du kannst tun und lassen, was du willst. Ach, so einfach ist das doch alles gar nicht. Doch. Genau so einfach ist das. Weißt du, Gregor, wie ich dich immer um deine Freiheit beneidet habe? Du könntest genauso frei sein. Du musst es nur wollen. Schön, dass du wenigstens bei mir bist. Du vermisst es hier immer noch, oder? Ich kann dir gar nicht sagen, wie. Was die Schulprobleme mit Nico angeht, ich glaube nicht, dass das schon alles überstanden ist. Hätte ich mehr durchgreifen sollen? Nein. Nein, ganz im Gegenteil. Sag mal, findest du immer noch, dass ich mit Ansgar zu hart ins Gericht gehe? Ja. Weißt du, was er mich vorhin gefragt hat? Ob ich sein Leben für das von Leonard opfern würde? War das der Grund für euren Streit? Ja. So schlimm die Frage an sich schon ist. Das Schreckliche ist, ich konnte ihm nicht antworten, Carla. Ich liebe dich. Ich liebe Leonard und Nico. Selbst Konstantin ist mir in der Kürze der Zeit mehr als ans Herz gewachsen. Und Ansgar? Ich liebe ihn nicht so, wie ich euch immer geliebt habe. Vater, das muss ein Riesenschock für ihn sein. Aber du warst doch so stolz auf ihn, als er aus Singapur zurückgekommen ist. Ja, ich hatte auch gehofft, dass sich unsere Beziehung positiv entwickeln würde, nur wenn ich die letzten Monate Revue passieren lasse. Sie ist mir abhanden gekommen. Moment. Nein, im Ernst. Ich unterstütze dich wirklich gern. Wenn du zum Beispiel jemanden brauchst, der dir die Kaution vorstreckt, oder? Das würdest du echt machen? Klar. Ich weiß doch, wie das am Anfang ist. Das ist echt nett von dir, aber ich glaube, ich schaffe das schon allein. Sag bloß, du willst nicht mal Geld von deiner Tante und deinem Onkel annehmen. Nicht so lange, wie es anders geht. So, bitteschön. Vielen Dank. Danke auch. Sag mal, was meinst du?
Sollen wir noch irgendwo anders was trinken gehen? Ja, klar. Wenn ich entscheiden darf, wo? Aber sicher. Du bist die Königin des Abends. Ich hab dann nämlich schon so eine Idee. Ich wüsste zu gerne, was Gregor mit dem Grafen zu besprechen hat. Warum fragen Sie die beiden nicht einfach? Gute Idee. So ein Shuttle-Service ist unter Garantie, die mag Glück. Und einen Hubschrauber habe ich schon. Ja, wirklich? Wer hast du den denn bezahlt? Na, das ist der einzige Haken an der Sache. Die Finanzierung steht noch nicht ganz, aber ich arbeite dran. Hm. Mit anderen Worten, du suchst Investoren. Wenn du Interesse hast, nur zu. Ja, man könnte ja mal drüber nachdenken. Dann reden wir darüber, wenn du wieder nüchtern bist. Du würdest es nicht bereuen. Naja, ich gebe zu, das Ganze klingt ziemlich vielversprechend. Ich habe zwar das Geld noch nicht zusammen, aber die Idee ist genial. Und was das Beste ist, ich bin mein eigener Chef. Tja, siehst du? Ich bin zwar steinreich, aber zu 100% von meinem Vater abhängig. Tja, womit mal wieder bewiesen wäre, dass Geld allein nicht glücklich macht. Hm. Sekunde. Ja, hallo? Ja, hier spricht Gregor Mann. Irene! Aber natürlich kann ich mich erinnern. Das ist eine nette Überraschung. In einer halben Stunde? In Ordnung. Dann bis gleich. Irene? So, so. Eine Geschäftspartnerin. Aber was, um die Uhrzeit? Sowas nennt man gleitende Arbeitszeit. Und du, schlaf dich aus. Und morgen denkst mal darüber nach, wie du dein Leben in den Griff kriegst. Ich bin so stolz auf dich. Ich hätte nie gedacht, dass die Panikattacken so schnell weggehen. Ich habe auch den weltbesten Pfleger an meiner Seite. Ist das Janas Neuer? Nicht übel. Nicht wahr? Zur Abwechslung hat Jana mal richtig Geschmack bewiesen. Also ich finde die total spießig. Er macht immer seinen auf jungdynamisch. Hi. Das ist Dirk. Hallo. Meine Freundin Vanessa kennst du ja schon. Dass man sie so schnell wieder sieht. Die zwei Pappnasen da hinten sind Anni und Felix. Hallo. Hi. Freut mich. Und? Was machst du so? Du meinst beruflich. Ich bin in der Werbung. Ah. Und kennt man die Agentur? Wenn man sich ein bisschen für die Branche interessiert. Ich brauchte dringend etwas frische Luft. Du schuldest mir noch eine Antwort. Mein Verhalten dir gegenüber war nicht ganz korrekt. Das tut mir leid. Oh, nein, nein. Sollte dir dankbar sein. Nur wenige Väter sprechen so offen über ihre Gefühle. Du hast getrunken. Stimmt. Und weißt du was? Ich hab schon wieder Durst. Dabei sind die Großkunden gar nicht unbedingt die anspruchsvollsten. Entschuldigt. Ich fürchte, es wird langsam Zeit für mich. Was? Oh, komm schon, lass uns noch tanzen. Nein, ich muss wirklich nach Hause. Schon so früh? Du solltest auch nicht so spät gehen. Immerhin wollen wir morgen früh verreisen. Ich werde sowieso nicht schlafen, vor lauter Aufregung. Du und ich in Paris. Wir machen uns ein paar richtig schöne Tage. Ich glaube, ich bin gerade auf dem besten Weg, mich in dich zu verlieben. Wir sehen uns dann morgen, ja?
Eine glänzende Kobra schlängelt sich eines Morgens durch das feuchte Gras zu seinen Füßen. Konstantin. Ich wollte nur noch mal nach Leonard schauen. Komm, setz dich zu mir. Was ich dich noch fragen wollte. Ja, was ist denn? Wegen der Anmeldung an Nikos Schule. Ich kümmere mich darum. Gleich morgen früh. Versprochen. Na, Ihr Kaffeedurst ist heute beachtlich. Ich brauche doch einen guten Grund, um Sie öfter mal herzulocken. Mhm. Ich hätte gern Milchkaffee. Vielen Dank. Gerne. Noch am Lunch. Na, ich hab noch mal über dein Lufttaxi nachgedacht. Das ist schön, aber willst du nicht mal was frühstücken? Du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Ach, halb so wild, pass auf. Ich würde ganz gern bei dir einsteigen. Und zwar als gleichberechtigter Partner. Du meinst aktiv? Na klar, wir ziehen das Ganze gemeinsam auf. Und wie stellst du dir das vor? Ganz einfach. Ich bring das Know-how mit, um einen soliden Finanzierungsplan aufzustellen. Außerdem habe ich das nötige Kleingeld. Na, komm schon. Was hältst du davon? Ehrlich gesagt, gar nichts. Das klingt aber alles mächtig verfahren. Ja, ich kann nur hoffen, dass Susanne und Alex ihre Schwierigkeiten miteinander baldmöglichst in den Griff bekommen. Ja. Brauchst du Hilfe? Nein, ich schaff das schon. Hoffentlich habe ich nicht die Hälfte vergessen. Das sind doch nur ein paar Tage. Oh, das muss Dirk sein. Hi. Jetzt sag bloß nicht, dass du verpennt hast. Wir können nicht fahren. Was? Was soll denn das bedeuten? Dirk, wenn du wieder einen deiner schlechten Scherze machst, dann... Ich kann nicht mit dir nach Paris. Und wir werden uns auch nicht mehr sehen. Es tut mir leid, aber es ist vorbei, Jana.